bisschen die Verantwortung, weil ich kann ja gar nicht alles kontrollieren, bestimmen, Sie können, vorhersehen, Sie können, einplanen. Ich sage mal, das Allermeiste können Sie nicht kontrollieren. Demnächst rechts abbiegen. Allein schon das Wetter, nicht? Und vieles andere, den Verkehr draußen und auch die Wirtschaft nicht. Und was in der Politik passiert, alles können Sie nicht. Sie können immer nur in diesen, ich sage mal, turbulenten Situationen des Lebens, der Welt, gucken, wie segeln Sie jetzt mit oder gegen den Wind und müssen Sie die Segel stärker oder weniger stark hissen und müssen Sie dagegen ansteuern oder Sie lassen sich einfach treiben und warten darauf, bis es weniger stürmisch ist. Also ich kann das Ziel anvisieren, aber wie genau ich jetzt dahin komme, wann, da gibt es zig Möglichkeiten und von daher ist auch immer der Zufall im Spiel. Es gibt viele Beispiele für den Zufall. Eins ist der Fußball. Sie sind ja begeisterter Hobby-Torwart, erinnere ich. Deshalb wird Sie interessieren, was Sina Braun über den Zufall im Fußball herausgefunden hat. Hier hat er zugeschlagen und hier auch. Der Zufall im Fußball. Und er weiß warum. Professor Dr. Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln. Denn er hat Tore auf den Zufall hin analysiert. Die Ergebnisse überraschend. Wir konnten aus der Analyse von 7000 Toren aus der Premier League von 2012 bis 2019 zeigen, dass es ungefähr 50% Zuwachs bedeutet. Das heißt, ungefähr die Hälfte aller Tore werden von Faktoren bestimmt, die man nicht zwingend trainieren kann. Das heißt, man muss den Zufall einfach so hinnehmen? Nicht ganz. Altona 93 zum Beispiel aus Hamburg fordert täglich im Training den Zufall heraus. Ich will vom Zufall nicht abhängig sein, sondern ich muss ihn hier und da tolerieren, und dann aber ich will ihn abbiegen. Bekämpfen. Genau das macht Andreas Bergmann und sein Trainer. Was ist denn hier los? Koordination, Geschicklichkeit und Schnelligkeit ist beim Zufall ganz besonders wichtig. Also Sie kriegen, das sieht man ja so koordinativ, Sie kriegen unterschiedliche Aufgaben, die Sie machen müssen, immer auf durch ein plötzliches Signal vom Trainer. Und dann irgendwann sagt er eine Farbe und dann hat der gewonnen, der den Hütchen zuerst erwischt. Also schnell auf eine Situation reagieren, um den Zufall zu erkennen. Genau das haben die Wissenschaftler in Köln getan. Mit fast 2500 Spielen aus der englischen Premier League, die aber genauso auch auf die deutsche Bundesliga zutreffen. Als Zufallsfaktoren gelten zum Beispiel Tore nach abgefälschten Schüssen oder wenn der Gegenspieler dir einfach den Ball zuspielt oder wenn der Ball erst an den Pfosten geht und dann zurück an den Torschützen. Doch was ist eigentlich mit Treffern, die bei Schnee entstehen? Wie hier aus der Saison 2005-2006, als der FC St. Pauli gegen Werder Bremen im DFB-Pokal spielt. Da findet keiner Halt. Ist das nicht Zufall pur? Der Sieger glaubt nicht an Zufall. Und das ist klar, dass Bergmann das sagt, denn er war zu der Zeit Trainer des FC St. Pauli und damit der Siegermannschaft, die hier erstmals ins Halbfinale einzog. Es dem Auswärtsteam schwer machen. Auch eine Zufallsvariante, die Professor Memmert einbringt. Es ist schon von Bedeutung, wenn die äußeren Bedingungen sich nicht so sind, wie sie eigentlich normal sind. Und die bedingen dann auf jeden Fall auch, dass der Zufall eine große Chance zukommt. Letztendlich gibt es da durchaus auch nachweislich Ideen von Clubs, dass sie den Rasen zum Beispiel sehr stark wässern, um einfach da ein bisschen größere Variabilität reinzubringen. Sowas gibt's. Bei Altona 93 bleiben die Gießkannen leer. Denn hier kann der Ball auch mal so verspringen. Zufall, das war der Platz. Weitere Zufälle im Fußball.